Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Heute wird man nicht gebaut, denn wir machen hier einmal eine Güterfahrt. Und zwar bringen wir das Scheitholz zu der Industrie runter. Müssen wir schnell die Lok servicieren und einmal wenden. Für das habe ich hier hinten eine Drehscheibe platziert. Und was ich jetzt mal ganz kurz mache, ich tue mal schnell Railroads Online Extended aktivieren. Und geben wir mal schnell einen Flight Sheet. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Hab's gleich. Cheats. Aber bei, nee, nicht Fly, aber Fast Sprint. So. Und hier hinten habe ich eine Drehscheibe hin platziert. Passt gerade noch so irgendwie hin. Da steht momentan unsere Lok Nummer 1. Ich würde sagen, wir tun sie zuerst wenden und dann tun wir hier das Holz nachfüllen. Wasser bräuchte man auch. Abgekuppelt ist es schon. Sehr gut. Dann würde ich sagen, los geht's. Nice. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Wunderbar. Dann einmal drehen hier, bitte. Gott sei Dank muss ich das jetzt nicht in echt machen. Das wäre ein bisschen anstrengend. Wobei, sobald so eine Drehscheibe erstmal in Bewegung ist, geht es eigentlich ganz gut. Es ist eigentlich nur das Starten und das Anhalten ein bisschen mühsam. Oh, ein bisschen noch. Schade, dass hier der Boden halt nicht so ein bisschen, ja, dass man halt entwickelt, dass man hier quasi wie so ein Loch drin hat. Das wäre halt noch ein bisschen schön. Aber ich glaube, so Terraforming wird so schnell nicht kommen hier drin. Okay. Bisschen noch. Stichwort Terraforming. Aus dem Tunnel ist eigentlich auch nichts mehr geworden, ne? Ja, ein bisschen noch. Gezeigt haben sie ihn ja einmal. So, das passt jetzt. Auch nicht eingeführt. Aber ganz ehrlich, mit einem Tunnel könnte ich momentan eh nichts anfangen. Da würde ich es eher vorziehen, dass wie so ein Karten-Editor mal kommt. Dass man sich seine eigenen Karten hier zusammenstellen kann. Das wäre so geil, wenn es das hätte. Vor allem wäre der Wiederspielwert dann auch viel größer, wenn man unterschiedliche Karten hat. Weil so, irgendwann hast du die Karte hier mal ausgespielt. Die ist halt ein bisschen schade. Wenn ich das jetzt schlau mache, dann stelle ich mich gerade so hin, dass der Wassertank fassen kann. Währenddessen tue ich das Holz rein. Bisschen noch. So. Passt. Deckel auf. Ja, leider können wir nicht reinsehen. So, bitte schön runter hier. Ah, ich denke, das passt so. Alles klar. Einmal Holz nachfüllen. Das von da? Ja, geil. Gut, theoretisch hätten wir es auch unten bei der Industrie machen können. Aber jetzt, wo wir eh schon mal hier oben sind. Können wir gerade zwei Sachen auf einmal machen. Ah, ich überlege mal, ob wir das vielleicht unten nicht aus und machen, dass der Wasserturm gerade in der
auf der gleichen Stelle ist wie hier, dass wir Wasser nachfüllen können plus Holz. Jetzt habe ich da schon so viel Holz verbraucht. Ah, geht noch eine Runde. Ja, auch noch eine Reihe geht. Ja. Aber das Feuer können wir jetzt gerade ein bisschen aufstocken. Ich hoffe, ich erwische es jetzt gerade richtig. Ja. 99%. Wie schauen wir mit Wasser aus? So, lass mich rein. Ja, bitte dich. 2,9. Ja, ein bisschen braucht es noch. Okay. Liebe Leute, an der Stelle mache ich mal ganz kurz einen Cut, bis die Lok hier voll mit dem Wasser ist. Und das nächste, was wir tun werden, ist an die Wagen da ankuppeln. Ziehen sie hier raus. Ah, Moment mal. Nee, das geht gar nicht. Das Gleis hier muss frei sein. Das heißt, wir kuppeln an die Wagen an. Ziehen die raus und werden die dann hier auf die Seite hinstellen, damit wir dann die Wagen hier reinstellen können und dann können wir mit der Lok hier umsetzen, also auf der anderen Seite reinkommen und dann beginnt die Fahrt. Und dann gibt es auch die kleine Überraschung, die ich da vorbereitet habe für euch. Okay, also, bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Die Lok ist soweit fertig. So, dann werden wir jetzt hier mal ein bisschen rangieren. Mal eh schon länger nicht mehr gemacht. Und nicht wundern, das Wasserlevel geht schon nach oben. Bin mir nicht sicher, ob es dann ganz voll wird, aber für die Fahrt wird es auf alle Fälle reichen. Das ist echt ein bisschen ein blödes System, wie sie das mit dem Wasser gemacht haben. Na, das reicht nicht. So, coole Sache. So, Bremsen lösen hier und auf dem letzten Wagen. Okay, ich werde mich jetzt mal hier hinstellen und werde die Lok mal remote fernsteuern. Ich sehe gerade, das funktioniert eh nicht. Rivals Online Extended macht gerade Blödsinn. Also machen wir es manuell. Ist ja auch egal. Eigentlich könnte man da vorne mal das Licht anmachen. Sonst vergesse ich es noch wieder. Okay, bitte einmal retour. Wunderbar. Also wenn man dieses Fastspin einmal anhat, dann tut man sich echt schnell dran gewöhnen. Kommt denn das normale so langsam vor? Okay, wir müssen da einmal nach links und da auch nochmal nach links. Cool. Ah, ich probiere es jetzt doch nochmal. Attach. Möchtest du jetzt funktionieren? Ah, das schaut gut aus. Okay, ich gebe mal schnell mein Cheat. Und dann schnell die Kopf fernsteuern. Oh, scheiße, falsche Richtung. Okay, dann fahren wir hier mal mit. Wunderbar.
Ja, ich denke, das reicht. So, Bremse wieder anziehen. Soll passen. Hier wieder abkuppeln. Und dann fahren wir hier mal wieder selber. Ah, ich glaube, ich werde das hier nochmal umbauen. Vielleicht hier auf der Seite ein bisschen erweitern, dass wir ein bisschen mehr Platz haben zum Rumrangieren. So, wie schauen wir hier aus mit der Kupplung? Die ist sauber. Die werde ich erstmal zurücksetzen. So. Und einmal ankuppeln. Ha! Passt perfekt. Coole Sache. So, Bremsen lösen. Bin mir gar nicht sicher, ob ich da alle angezogen habe. Nee. Du bist auch nicht angezogen. Warte mal, habe ich jetzt seine übersehen? Nee. So, und einmal rausziehen. Wunderbar. Flip Switch. Nice. Ah, ist schon praktisch mit Railroad Zone Extended. So cool, dass jetzt endlich das mit den Weichen wieder geht und dass man seine Strecke endlich wieder sieht. Coole Sache. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das Tool irgendwie nicht mehr weiterentwickelt wird, nach dem ganzen Crash. So, das reicht auch schon. Oh komm, bleib stehen. Eigentlich kann ich. Ah, wobei. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich sie fernsteuern tue, aber ich glaube, wir fahren selber. So, drei. Wir brauchen das einmal so. Cool. So, letzte Weiche. Zumindest vorerst. Hier einmal ankuppeln. Das da vorne können wir wegmachen. Und jetzt kontrollieren wir das hier noch. Das ist sauber. Sehr gut. Ja, dann. Kann es ja gleich mal losgehen. Achso, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also alle diese Wagen haben ja eine unterschiedliche Lackierung. Ach, dann haben wir hier mal ein bisschen Abwechslung drin. Aber wird durchgehend nummeriert. Ah, da wird aber noch ein Vierter dazukommen. Bei drei, glaube ich, ist ein bisschen wenig. Erstmal Geld sparen.
So, da, das wär's dann. Wir sind bereit für die Abfahrt. Das erste Mal, dass wir etwas Sinnvolles über die neue Bergstrecke fahren. Ja, ich meine, okay, das Holz war so semi-sinnvoll, aber besser mit Scheitholz gewesen für das Lager zum Auffüllen. Und wie immer, Physikeinstellung auf realistisch. Damit man ja ein bisschen was zum Arbeiten hat. Oh, jetzt müssen wir kurz kontrollieren, ob die Weichen passen. Ne, tut sie nicht. Die müssen wir ändern. Aber der Rest passt. Okay. Schaut, dass man hier einfach nicht so wirklich reinpasst. Eigentlich eine coole Aussicht so. Okay, da ist nichts an den Gleisen. Wunderbar. Ja, warum bist du hier langsamer? Gib mal Gas. 50%. 100%. Cool. Wobei, machen wir Chase Cam. Moment mal. Ich fahre da mit angezogener Bremse, sehe ich da gerade. Das mache ich jetzt aber schnell in Railroads oder Extended. Wo bin ich denn? Okay, Open Controls, Bremse lösen. Jetzt mache ich, glaube ich, gerade ein Follow bei mir rein. So, können wir da fahren. Ah, ich Superheld. So, alles gelöst. Das hier? Ja, ich glaube schon, oder? Nicht, dass ich jetzt da jetzt. Okay, das wäre es jetzt noch gewesen, dass ich hier jetzt abseits reinfahre. Traue ich mir zu, dass es irgendwann mal passiert. Wie müssen wir das Depot noch ausbauen? Würde ich ein bisschen größer machen. Ah, das sieht halt schon sexy aus hier. Das ist echt gut geworden. Das Einzige, wo ich nicht so ganz happy bin, ist hier diese Abstellung hier. Mal schauen, ob ich für das noch irgendwie eine geilere Lösung hinfinde. Jetzt für den Moment wird es reichen, dass hier die großen Güterzüge stehen werden. Naja. Ja, es ist. Muss man halt sagen, es ist ein schönes Spiel. Also, von der Grafik her. Von der Usability nicht ganz so schön. Aber es wird langsam. Oder in dem Abschnitt sollten dann die wenigsten Loks hier ein Problem haben. Nachdem wir hier eine minimale Steigung in diesem Gefälle haben. Das sind maximal 2% in dem ersten Abschnitt hier.
gute Brücke. Und mal roter Baron. Ah, das wär's noch, wenn man Brücken irgendwie beschriften kann. So, und gleich kommt das Highlight. Die kleine Überraschung für euch. Ich hoffe, die wird euch gefallen. Das ist jetzt gleich noch der Kurve da. Deiner Dame kann es vermutlich denken. Ich habe die Bergstrecke neu gebaut. Es waren so knapp 3-4 Stunden, was ich jetzt dafür gebraucht habe. Und ich habe endlich hier meine guten Trestle, also die Holzbrücke hier. Und wir werden jetzt mal in der Mitte der Brücke stehen bleiben. Schaut euch mal diesen Gigantus hier an. Das ist ja mal sexy. So, irgendwie so in der Mitte. Also halbwegs in der Mitte. Aber nicht mehr ganz in der Mitte. Oh, ein bisschen zurück. Das kann ich gleich als Screenshot nutzen. So, das Schöne an dieser neuen Strecke ist. Ja, will er rauf? Gehen wir mal noch kurz nach da hinten. Ja, das Schöne an der neuen Bergstrecke ist eben, ihr habt jetzt endlich hier auf dem oberen Plateau. Und bis zum Wasserfall da hinten ist es fast eben. Also ab und zu geht es mal 0,5% nach oben, einmal können wir mit 1% und dann wieder klar. Also wir haben hier de facto ein paar Steigungen gefällt. Das ist natürlich für Güterzüge geil. Es ändert sich aber dann da hinten, wenn wir dann zu der zweiten großen Baustelle kommen, wo ich die letzten Episoden so dran war. Das habe ich auch neu gebaut. Aber erstmal gehen wir hier auf die alte Strecke. Ich dachte, ich lasse das mal als Referenz, damit man sieht, wie es jetzt vom Unterschied her ist. Immer schaut mal, wie da die Strecke nach unten gegangen ist. Das sah voll scheiße aus. Und jetzt kann man das natürlich als Feedpoint nutzen für neue Brücke. Die war ein bisschen ein Hassel zum Bauen. Ich habe da unten mit mehreren Brücken gespielt, dass ich die runterbaut habe. Man sieht es eh. Da ist zum Beispiel die andere Holzbrücke da unten. Und die habe ich tatsächlich nachträglich gebaut. Ich habe zuerst hier die Brücken so drüber gezogen. Dann habe ich die Brücke hier oben gemacht. Und da, wo die Brücken hier unten anfangen, da hört die erste Brücke auf. Und naja, am Anfang dachte ich mir, okay, wir machen da hier ein bisschen so ein Steinfundament rein. Und dann ab hier die doppelte Brücke drunter. Weil wenn man das hier frei lässt, sieht es irgendwie komisch aus und nicht nachvollziehbar. Aber ich muss sagen, die zweite Brücke integriert sich eigentlich ganz gut da in die erste. Was mir halt nicht so gefällt, ist, dass man halt hier die Schienen sieht. Man kann die Brücken halt leider nicht mehr ohne die Schienen bauen. Das hätte ich halt gern gemacht. Und ich hoffe, das kommt vielleicht mal wieder, dass man hier Brücken ohne diese Gleise hier hat. Und dann kann man hier ein bisschen mehr schön bauen. Hier den Spalt da mitten, den kriege ich nicht weg, den hat es auch hier. Würde man sagen, ist ein kleines Übel. Ich lasse die Brücke so. Schaut jetzt viel, viel geiler aus, als wie die hier, wo wir jetzt gerade drauf sind. Und ich würde sagen, da mache ich jetzt mal ein Foto. Und vielleicht gibt es irgendwie einen geilen Viewpoint. Aber wisst ihr was, wir werden mal, ich werde mir mal selber schnell ein Flight Sheet geben. Sheets in einem Fly. Ja, wenn ich jetzt hier gleich die Brücke abreiße, würde ich ansonsten nach unten fliegen. Habe ich hier was übersehen? Nee. Oh, so nice. Kann ich mal ein bisschen weiter runter. Bleib mal bitte so. Ja, nice. Das gefällt mir. Okay.
der beste Engel. Vielleicht so. Okay, und wenn wir jetzt hier schon mal fliegen, dann kann ich ja die alte Strecke abreißen. Das geht dann am schnellsten. Und die neue ist jetzt hier da oben. So, weg damit, weg damit. Weg damit, weg damit. Da sitzt es, da ist der Trestle da oben. Schlängelt sich da ein bisschen so am Berghang entlang. Wir werden da gleich da entsprechend lang fahren. Ich werde das jetzt hier noch schnell alles wegmachen. Dann ist es sauber hier. Okay. Ah, können wir uns auch das Layout hier nochmal kurz anschauen. Ja, sieht schon gut aus. Bin stolz auf mich, aber vor allem auf diese Brücke. Ah, ich glaube, ich mache sie noch mal ein Foto. Ich weiß, Pavura und seine Fotos jedes Mal. Komme ich jetzt so in die Lok rein? Das wäre jetzt mega cool. Ah, geil. Kann ich jetzt mal den Flightsheet wieder wegnehmen. Weil der kann nervig sein, wenn der an ist und man braucht ihn gar nicht. Ciao, ich. Ja, ich glaube, das muss so. Ja, das ist halt so einfach viel natürlicher, finde ich. Ich muss sagen, da habe ich auch mit den Brücken überhaupt keine Probleme gehabt. Ich meine, da haben wir auch keinen großen Höhenunterschied hier. Ja, theoretisch hätte man da ein bisschen auch was mit Stein machen können. Aber ich dachte, ich ziehe das doch so durch. Sieht doch mega cool aus. Und ich würde sagen, auch halbwegs nachvollziehbar, dass man das vielleicht mal so gebaut hätte. Viele bessere Lösungen als für die alte Strecke. So, hier haben wir die neue Brücke. Ich dachte, ich mache die mal in diesem Old-Design. Sieht, glaube ich, auch nicht so schlecht aus. Mir gefällt's. Und wie gesagt, die ganze Zeit nicht mehr als 1% steigen, bis ich das gefänge. Das ist dann, glaube ich, weitestgehend eben. Auch die Brücke ist jetzt hier neu. Und ich glaube, bis nach der Brücke da ist der ganze Abschnitt neu, danach ist es der alte. Auch hier das mit dem Rot. Sieht echt schön aus. Ja, ab hier ist es dann die alte Strecke, zum Teil. Eigentlich kann nicht mehr so weit sein. Ah ja. War schon der Bach mit dem Wasserfall. Und da glaube ich, werde ich noch meine zweite Weiche machen. Das wird dann die zweite Strecke zu der ersten Linie dann rauf sein. Die wird dann ein bisschen parallel hier verlaufen. Und dann natürlich gerade zu der anderen Mine. Ja, und das ist jetzt hier leider noch ein bisschen eine Problemstrecke. Also ich merke gerade, ich muss das hier zum Teil nochmal neu machen. Weil ich brauche hier irgendwo eine Weiche drin. Damit wir dann hier auf die andere Linie hinkommen. Aber hier habe ich halt leider teilweise ein Gefälle von 6%. Das ging einfach nicht anders. Ich habe das versucht, so lang zu stretchen, wie es halt nur geht, und dass ich auch von unten schon mal mit einer Grundsteigung anfange. Von 4, 4,5. Aber ab der Brücke quasi. Wir werden es dann gleich nach der Kurve sehen. Direkt nach der Brücke starte ich mit 2,2% und dann 4,5. Und da hinten dann auf dem steilsten Stück sind es dann mal 6%. Das wird noch spannend, wenn wir dann hier mit den schweren Eisensachen hier wieder nach oben fahren wollen.
Ja, mein Meisterwerk Nummer 1. Mein Meisterwerk ist relativ, was mir fällt. Mir gefällt das da unten immer noch nicht so ganz. Aber es erfüllt seinen Zweck. Ja, und den Rest da, den kennt ihr ja schon. Ja, wunderbar. Das lief ja jetzt alles sehr gut. Ja, das heißt, ich werde jetzt mal ein bisschen hin und her fahren, hier da das Scheitholz auffüllen. Ein bisschen als Entspannung und dann bauen wir zur Mine weiter. Das wird wieder ein Träumchen werden. Aber ich bin echt so froh, dass ich jetzt die Bergstrecke da hinten neu gebaut habe. So lange hat es mich gestört und jetzt bin ich eigentlich zufrieden. So, was soll ich jetzt umsetzen? Ja, ich glaube, wir tun jetzt gerade mal umsetzen hier. Muss ich ja sowieso, weil ich musste dann in das eine Gleis da reindrücken. Okay. Bremse anziehen. Wobei, ich könnte es eigentlich eh schon gerade mit hier machen. Einmal lösen und Drehscheibe ausrichten. Ja, komm, bist du doch. Bisschen noch. Ah, wird schon reichen. Werden wir gleich sehen. Cool, machen wir eine volle Drehung. Ja, machen wir eine volle Drehung. Ja, ist hier Collision oder gehst du einfach durch? Ja, gehst du einfach durch. Komm, Turbo-Modus. Ich werde es gerade wieder auf das gleiche Gleis ausrichten. Ich frage mich gerade, ob man vielleicht so eine Drehscheibe mit diesem Lokschuppen irgendwie schlau verbinden könnte. Das wäre mal ein Bauexperiment. Dass man wie so eine Art Ringlokschuppen baut. Das wäre es doch. Ringlokschuppen bauen. Ja, gut genug. So, du musst mal bitte in die andere Richtung. Dankeschön. Wunderbar. Ich glaube, es war
Der hier, ne? Jo. So, mal zurücksetzen. Und wieder retour. Bisschen noch, aber wenn zu früh. So, da und gucken. Bremse wieder lösen und jetzt tue ich mir gerade schnell die Weichen einstellen. Einmal so, einmal so. Und auf der anderen Seite passt es erstmal. Gut, wir haben Abfahrt. Ich bin jetzt noch spannend, auf dem Gleis sind wir jetzt noch gar nicht reingefahren. Werden wir mit etwas kollidieren oder nicht? Und vor allem passt der Abstand unten bei der Industrie. Oh, bitte lass mich keinen Baum vergessen haben. Oh, wir fahren auf das Ausweichgleis. Auch okay. So, dann nehmen wir hier mal das Gas weg. Von der Länge her vom Ausziehen, da müsste es ja locker passen. Ja, wunderbar. Wenn wir gerade mal den Fleisch hier umlegen und wir werden jetzt mal hier hinten mitfahren. Okay, Railroads on Extended. Ich hätte gerne diese Lok da und dann bitte rückwärts. Wobei, wir können uns eigentlich hier hinstellen und zugucken, wie ich komme. Ich werde mal schnell auf Extended wechseln. Ah, das ist schon was. Dampflok fährt steuern. Bremsen. Ja, perfekt. Geil. Haben ja sauber schön alle drei Platz. Das ist auch. Oh ja, er wertet es. Nice. Entladen. Und auch du bitte entladen. Ja, ich glaube, ich hole mir da wirklich noch den vierten Wagen. 24 von 100. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt noch voll machen. Dann habe ich ein bisschen Geld gemacht und dann geht's weiter zur Mine. Ja, okay. Das soll es erstmal gewesen sein von dieser Episode. Und ja, schreibt es auf alle Fälle in die Kommentare, was ihr jetzt von der neuen Strecke da so hält oder was ihr vielleicht anders machen würdet. Und ja, wie ihr denkt, wie diese Brücke hier geworden ist. Also ich finde, die ist einfach mega. Hammergeil. Genau das, was ich wollte. Die ist so gigantisch. So ein Gigantus hier. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Sieht sich. Gute Fahrt.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.